Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute wieder eine Idee im Kopf und weiß noch gar nicht, was am Ende rauskommt. Deswegen lade ich euch herzlich ein für dieses kreative Video. Ich habe nur ein paar Gedanken und ich werde mal gucken, wie ich das in eine Karte umbaue. Ich habe so ein bisschen was Neues aus dem neuen Hauptkatalog rausgesucht. Und zwar gefällt mir dieses Set total gut. Es ist natürlich jetzt sehr verspielt und vielleicht ein bisschen lieblich. Und ich habe aber auch so drei Karten, die ich euch zeigen möchte mit verschiedenen Techniken, die eher schlicht sind. Und ja, ich glaube, ich fange jetzt damit einfach an. Also die erste Karte ist einfach so eine Karte, die man im Hintergrund bestempelt hat. Also die ich im Hintergrund bestempelt habe. Hier habe ich einen Kreis rausgestanzt, einen schönen Spruch rein und ein Band. Also mit ein paar Schmetterlingen, sehr, sehr schlicht. Finde ich eigentlich eine sehr coole Karte. Obwohl jetzt da nicht so viel geboten ist. Das hat jetzt keinen Mechanismus oder so. Die nächste Karte ist auch sehr schlicht, aber ich finde auch gerade deswegen auch total schön. Hier habe ich es im Prinzip genauso gemacht. Ich habe nur den Hintergrund mit kraftweißer Tinte bestempelt und verwendet habe ich mein absolutes Lieblingsset momentan. Das ist das Elegant Floral. Da habe ich einfach diesen Zweig benutzt. Den hatte ich bei dem anderen auch. Und ich hatte noch so ein kleines Blümchen aus diesem Set. Also die habe ich so verwendet. Und auch der Spruch ist aus... Was war das? Ah, der Spruch ist aus dem dritten Set. Also da nehmt ihr, was ihr habt. Ich habe halt jetzt einen schönen Geburtstag, weil ich immer Geburtstagskarten machen möchte und viele brauche. Und da habe ich den Kreis, der in der Mitte ausgestanzt ist, hier innen reingeklebt als Dekoration. Also eine ganz schlichte Karte mit dem Hintergrund, dass man einfach nur ein bisschen stempelt, ein bisschen stanzt und sehr schlicht sich hält. Und diese Karte ist eine besonderere Karte, weil da habe ich was ausprobiert. Das möchte ich euch nachher auch zeigen. Weil ihr diesen Hintergrund vielleicht seht und der ist eigentlich ganz cool, den könnte man auch über die ganze Karte ziehen. Das habe ich gemacht, das zeige ich euch gleich, glaube ich, am besten, weil bevor ich das lang erkläre. Hier ist auch nur ein Silberband unten dran, also auch eine sehr schlichte Karte mit mehr Glitzy und mit diesem tollen Schimmereffekt. Ich glaube, ich starte jetzt mal mit dem, wie ich das hier gemacht habe, weil da könnt ihr super schöne Hintergründe machen. Ich nehme jetzt einfach diesen ausgestanzten Kreis, weil den brauche ich nachher noch. Ich habe da noch so eine Idee. Hier sieht man es auch auf dem Kreis und zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Es gibt ja in den Katalogen in verschiedenen Farben diese Emailperlen-Effekte zum Tupseln. Also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen älter mit Rot und Weiß und ich habe da jetzt eben Silber benutzt. Könnte natürlich jetzt in Weiß auch ganz cool ausschauen. Vielleicht machen wir es mal in Weiß oder Perlmutt. Perlenweiß-Effekt, das könnte sich auch ganz gut machen. Und dann habe ich mir einfach aus einem etwas festeren Papier, das ist immer das Papier, wo die Designerpapiere, wo das immer draufsteht, was die für Farben haben, habe ich mir ein Stück abgeschnitten und habe mir einfach mit diesem Perlen-Glossy-Teil, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig sagt, einfach ein paar Punkte dahin gemacht. So. Und habe das dann mit so einer Karte verstrichen. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch mit Weiß gemacht. Ich brauche nur schnell eine Unterlage. Dann nehme ich jetzt mal das Restteil. Also seht ihr, das ist von diesen Designerpapieren einfach dieses, das ist meine Karte. Und das habe ich dann einfach so verstrichen. Immer schön in eine Richtung gezogen. Auch so ein bisschen nebenhin gesetzt und nochmal gemacht. Und dann habe ich nochmal Tropfen in diese Bereiche, wo jetzt eben noch nichts ist, aufgesetzt. Und so könnt ihr euch durch eine ganze Kartenfront durcharbeiten. Das fand ich eine coole Sache. Ich glaube, meiner Mama ist das sogar eingefallen, als sie den Katalog angeschaut hat. Da hat sie ein Designerpapier gesehen und hat gesagt, ist das so gemacht? Und dann habe ich gedacht, das muss man ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Aber das funktioniert ganz gut und ihr könnt jetzt einfach auch, wenn ihr das nach unten mehr haben wollt oder so, dann macht ihr halt hier noch ein paar Punkte hin. Also da könnt ihr einfach immer noch weiterarbeiten, so lange, bis euch das Ergebnis gefällt. Und das ist wirklich einfach. Und das Einzige, was es halt ein bisschen braucht, ist Trockenzeit. Und wenn dazwischen mal so kleine Löcher entstehen wie hier, finde ich, macht sich das gerade gut. Also es sieht aus wie so ein bisschen gespachtelt. Und so habe ich eben diese Vorderseite von dieser Karte gemacht. Hier unten ein bisschen mehr, dass es von oben diagonal so ein bisschen runter geht. Und das schimmert halt richtig schön. Und das fand ich eine coole Sache und das würde ich jetzt für meine Karte auch verwenden. Also ich habe jetzt hier diese Hintergründe
und mit denen würde ich jetzt auch weiter basteln. Meine Grundkarte ist einfach nur grundweißer Farbkarton und da benutze ich immer den extra starken, der hätte diese Bestellnummer. Falls ihr den bestellen wollt, könnt ihr die Sachen über mich bestellen. Und die Farbe, die ich jetzt hier benutzt habe, ist Pekanuss. Da blende ich euch die Bestellnummer ein. Und ich habe mir die Karte einfach zugeschnitten für meinen Standard. Also das macht ihr auch, wie ihr das gerne möchtet. Bei mir hat das immer 21 cm mal 14 cm und das gefaltet bei 10,5 cm. Dann hat man eine normale Klappkarte. Und dieses Vorderteil hat das Maß 13,5 mal 10 cm. Und für heute benutze ich das Set Florale Freundschaft. Und zwar brauche ich hier diese Blätter. Die gibt es eben auch als Stanzformen. Die werde ich mir herrichten und zwar alles Mögliche, was es da an Stanzformen gibt, weil ich wollte eine Umrandung machen. Jetzt gucke ich einfach mal, wie das so aussieht. Und bevor wir stanzen, stempeln wir einfach auch noch ein bisschen, dass wir ein paar von diesen Blättern auch gestempelt haben. Ich nehme auch wieder alle raus, wo ich habe. Da gibt es auch dieses kleine noch. Also diese drei Formen werde ich jetzt stempeln und stanzen. So, also bei dieser Karte wird einiges gestanzt, wie ihr gesehen habt. Also, ich habe hier mir noch aus den Basics mit PEP Stanzformen, das hat diese Bestellnummer, den zweitgrößten Kreis in meine Grundkarte, also in meine Mattung, ausgestanzt. Und für die Stempelfarbe, das habe ich vorher auch nicht erwähnt, habe ich die Farbe Pekanuss genommen. Die hat diese Bestellnummer hier unten, also dass es Ton in Ton bleibt. Und ich habe mir eben aus Weiß und aus diesem, was wir uns so eingefärbt haben, verschiedene Blätter ausgestanzt. Die liegen jetzt hier alle bereit. Und was ich noch gemacht habe, falls ihr euch wundert, es gibt noch was ich im Kopf habe, was ich gerne ausprobieren würde. Ich habe mir hier einfach so eine Randstanze genommen, die einen so ein Stitch-Muster macht. Und ich habe das rausgenommen aus dem ganz alten Set. Da gibt es auch noch dieses. Das war ganz cool. Oder das ist ganz cool. Das heißt bestickte Etiketten. Also das ist ein älteres Set. Ihr könnt mal gucken, was ihr für Stanzformen habt, weil das geht, glaube ich, aus mehreren Sachen raus. Und zur Not könnte es auch funktionieren, dass man die Basics mit PEP einfach nimmt und sich einfach nur hier so einen Rand gerade ausstanzt von diesen zum Beispiel. Also, dass ihr da einfach das einmal so stanzt, dann habt ihr es nicht so ganz so breit wie das hier. Deswegen habe ich jetzt so ein älteres genommen, aber es wäre die Möglichkeit. Falls das, was ich machen will, funktioniert, brauchen wir so einen Streifen. Das ist immer blöd, wenn man was nur im Kopf hat. Genau, und dann, also vielleicht brauchen wir es. Hoffentlich klappt es so, wie ich mir das vorstelle. Okay, jetzt habe ich hier meine Grundkarte und würde einfach mal anfangen, mir das so ein bisschen hinzulegen, wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte nämlich diese schönen Blätter hier einfach mal so außenrum arrangieren und wollte mir die einfach so, ja, ganz bunt verteilen und dann ankleben. Und bevor ich die anklebe, werde ich mir die auch ein bisschen so in Form biegen mit meinem Papierfalter, dass ich einfach die so ein bisschen in Schwung bringe. Also ganz vorsichtig dabei bei diesen feinen Teilen, dass die nicht so gerade sind, sondern dass die so eine schöne Schwingung haben. Und das wollte ich so mit allen ein bisschen machen, dass ich die so ein bisschen durch die Formen schwinge und die dann eben so außenrum verteilen werde. Da lasse ich euch entweder den Schnelldurchlauf laufen oder ich mache gleich einen Schnitt, weil ich glaube, das wird ein bisschen ein längerer Prozess, bis ich das alles so dran liegen habe, wie ich es haben möchte. Ich wollte euch aber noch zeigen, dass ich eben auf Grundweiß alle Formen aufgestempelt habe, die mit Blatt zu tun haben und ausgestanzt, was noch dabei war. Und bei diesen kleinen hier, da kann man vielleicht sogar auch das Innenteil verwenden. Also bei diesen beiden
ist die gleiche Form, die stanzt ja das Äußere und das Innere aus. Und dass man noch mehr Blattgrößen hat, habe ich mir gedacht, könnte man diese beiden auch verwenden. Also mal gucken, ich arrangiere mir das jetzt einfach mal so ein bisschen da außenrum um meine Auflagekarte. Los geht das! Also das meiste habe ich jetzt mit Dimensionals, mit Mini-Klebepunkten aufgeklebt und ein paar Teile aber jetzt auch noch mit Flüssigkleber. Das könnt ihr machen, wie es euch am liebsten ist. Und ich habe jetzt die Blätter nicht, so wie zuerst gedacht, außenrum verteilt, sondern so diagonal über die Karte. Das finde ich jetzt sehr schön, das sieht sehr cool aus. Und ja, ihr seht, da braucht man schon einige. Also stanzt dadurch mehr aus und stempelt richtig drauf los. Das ist ganz cool. Das hier braucht man jetzt dann vielleicht doch nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht noch für eine zweite Karte. Aber so sieht es wunderschön aus und ich glaube, die Karte ist schon so, wie sie jetzt ist, perfekt. Ich mache jetzt hier noch einen Spruch rein. Ich habe nämlich zuerst überlegt, ob ich die kleine Maus hier rein mache. Das können wir auch, das mache ich immer ganz gern, dass ich mir das da so hinlege. Das ist natürlich total süß. Und vielleicht noch den Spruch, lass dich drücken. Der ist nämlich da auch drin in diesem Set. Den könnte man sogar hier irgendwo noch hin platzieren. Wobei ich eigentlich diese Schlichtheit von der Karte gerade deswegen so gerne mag. Und ich glaube, ich mache wirklich die Maus dahin. Und zwar so zentral wie möglich. So zentral, wie ich es treffe. Genau, und da mache ich es auch immer ganz gerne so. Ich lege mir das wirklich jetzt hier schon mal schön hin, dass der Rand ganz gut schon mal ist. Und versuche das möglichst flach zu halten und stempel mir das in diesem aufgelegten Zustand da drauf. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt auch einen Spruch reinmachen, könnt die Maus reinmachen, aber die Maus ist halt einfach so süß. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt eine coole moderne Karte oder mache ich jetzt eine kleine süße Mäusekarte? Ich möchte euch einfach zwei Varianten anbieten, weil ich finde, das wäre auch eine mega schöne Hochzeitskarte. Ich mache jetzt hier in die zweite Karte einen Hochzeitsspruch rein und dann seht ihr, was ihr braucht. Okay, also ihr könnt jetzt hier komplett wählen, was für euch das Richtige wäre. Mr. und Mrs. finde ich auch total schön und das habe ich jetzt bewusst ein bisschen aus der Mitte rausgenommen, weil ich denke, da könnte man noch ganz schön Glitzersteine verteilen. Also es wäre auch eine wunderschöne Hochzeitskarte. Ihr könnt es jetzt also in diesem Format gestalten. So, mit bisschen Deko. Oder ihr sagt, ich möchte eine kleine Mauskarte, weil ich möchte eine Geburtstagskarte draus machen. Dann könntet ihr es so machen. Als so eine Karte. War das total schön. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich müsste es fast nochmal machen. ja. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich mit der Hochzeitskarte weiter, weil ich habe ja noch eine zweite Idee. Also ihr seht, ich habe jetzt hier ziemlich viele Abstandspads drauf gemacht. Also der Menschennest, das soll nämlich richtig schön erhaben an allen Stellen sein und nicht irgendwo durchhängen. Deswegen benutze ich da tatsächlich ziemlich viele. Und jetzt muss ich nur noch schön aufbringen. Vielleicht ist es einfacher, wenn man die Karte gerade hinlegt, dass man den Rahmen schön außenrum machen kann. Genau, und jetzt brauchst du eigentlich nur noch ein bisschen Deko. Ich werde mich jetzt hier für die Schmetterlinge in Messing-Design entscheiden. Die haben diese Bestellnummer. Auch wenn ich hier unten so einen leichten silbernen Touch drin habe von diesen kleinen Blättern, die hier so schön eingefärbt sind, da habe ich mir ja einfach aus dem Kreis, den wir davor bewischt haben, das rausgestempelt. Das heißt, ein paar von denen haben diese schimmernden Effekte natürlich drauf von den Blättern. Aber das macht mir jetzt nichts aus. Also ich finde, das passt trotzdem mit dem Gold zusammen. Ich finde es jetzt schön, wenn da noch ein paar Schmetterlingchen rumfliegen können. Und das ist halt auch toll, dass die verschiedene Größen haben.
Ja, das ist immer eine schwierige Entscheidung, wo man die am besten hinsetzt. Und ich habe es jetzt so gemacht, mich so dafür entschieden. Also 5 Schmetterlinge noch draufgesetzt. Und jetzt mache ich noch so ein bisschen die Innengestaltung. Ich habe ja noch ein weißes Blatt übrig und den Kreis habe ich mir jetzt einfach in 2 ein bisschen unterschiedlich große Teile geschnitten. Und zeige euch jetzt mal, wie ich das hier noch so mache. Also ich gucke hier jetzt nur drauf, dass der Kreis wirklich genau über die Ecke geht. Also hier ist die Spitze von der Karte und der muss halt genau darüber gehen. Und dann kann man es entweder so machen, dass man sich das hinten drauf mal anzeichnet. Ist immer ganz praktisch, wo der Kleber hin kann. So könntet ihr das anzeichnen. Oder ihr macht das halt per Augenmaß. Das geht natürlich auch. Und mache mir jetzt nur auf diese Stelle eben den Kleber. Und baue mir das Ganze jetzt hier noch so drauf. Also nur darauf achten, dass da diese kleine weiße Spitze nicht dann rausschaut nachher. Ich habe ein bisschen zu viel Kleber benutzt. Das schneide ich jetzt aber dann gleich weg. Und das mache ich mir hier oben noch hin. Den mache ich mir jetzt komplett voller Kleber. Das ist so ein bisschen das schmalere Teil. Mache das da parallel noch oben hin. Und damit es nicht so wuchtig wirkt, ist das halt jetzt mit diesem Blatt, das da noch so ganz zart draufgeklebt wird, total schön, finde ich. Und da mache ich auch nur ganz wenig Kleber hin, hoffentlich. Setze das hier noch unten so hin. Und dann schneide ich mir diese Rückseite einfach weg. Und habe dann einen schönen Abschluss. Genau, und so sieht jetzt unsere Karte aus. Also eigentlich echt richtig schön, richtig edel, richtig cool. Ich finde diese Blätter vorne wunderschön und ich finde es richtig cool, dass die noch so einen Schimmereffekt haben. Also das rentiert sich wirklich, das mal auszuprobieren. Und jetzt habe ich ja noch eigentlich eine dritte Variante und meine Mauskarte und die wollte ich jetzt auch noch gestalten. Also falls ihr noch Lust habt, würde ich euch noch eine fünfte Variante zeigen, weil ich da noch eine Idee dazu habe. Also mal gucken, ob das was wird. Und dazu brauche ich jetzt einfach noch mal eine Seite in Pekannuss. Ich bleibe auch hier einfach in diesem Farbkonzept und schneide mir das jetzt nochmal zu. Manchmal ist es falsch geschnitten, aber es geht trotzdem auf 10 x 13,5 cm. Einfach wieder diese normale Frontseite und stanze mir hier jetzt auch nochmal kurz den Kreis rein. In diesem tollen Stanzformenset zu dieser süßen Maus sind ja die kleinen Herzen und versuche das jetzt einmal schön durchzustanzen. Hoi. Jetzt habe ich meine Stanzmaschine verkehrt rum, das geht natürlich gar nicht, ich komme ja gar nicht an die Kurbel hin. Ich mache das jetzt mal schnell so und kurbel mir das jetzt einmal mit links durch. Okay, und dann haben wir ja noch dieses Teil, wo ich mir vorher diesen Strich reingestanzt habe. Und das möchte ich jetzt noch also so machen, dass der Streifen in der Mitte ist. Das habe ich mir jetzt schon am Rand ein bisschen gekürzt und ich möchte es jetzt eben auf die Kartenbreite zuschneiden. Und die hat bei mir 10 cm. Wir hatten ja Stanzformen im Mini-Katalog im letzten. Und die haben mir so gut gefallen, aber ich wollte mir das Set nicht kaufen, nur wegen den Stanzformen. Und zwar war das so eine gestickte Bordüre und da waren Löcher drin. Und ich bin jetzt einfach mal so mutig und mache das jetzt. Also wir werden schon sehen, ob das was wird. Ich mache jetzt hier mit einer Lochstanze einfach Löcher rein. Ich baue mir jetzt sozusagen diese Stanze nach. Und ich glaube, ich muss das wirklich richtig gut mittig treffen, dass das schöner ausschaut. Das schaut jetzt nicht ganz perfekt aus, aber es ist schon so, wie ich es ungefähr haben will. Und setze mir die hier auf unterschiedliche Größen. Genau, also hier habe ich es sehr gut getroffen. Da schaut es richtig perfekt aus, genauso wie ich möchte. Hier ist es noch ein bisschen zu hoch, da hätte ich es ein bisschen tiefer machen können. Aber das war ja jetzt auch nur ein Versuch. Ihr könnt es ja. Ich kann das ja immer wieder wiederholen und je öfter man es macht, desto besser wird man da und weiß, worauf man gucken muss. Und das ist jetzt quasi mein Element, das hier vorne durchgehen soll mit so einer schönen Kordel. Und da fädle ich mir jetzt durch die Löcher einfach dieses coole Band. Wie heißt es denn eigentlich? Das ist diese Bestellnummer und heißt Kunstlederband. Das ist wie sozusagen wie im Katalog, da ist es glaube ich auch irgendwo abgebildet und das fand ich eigentlich total schön. Aber ich wollte mir diese
das hätte nicht nur wegen dieser einen Stanzform kaufen. Und ja, deswegen werde ich das jetzt hier so durchfädeln und werde es dann hier vorne drauf bringen. Das Einzige, was mich jetzt noch stört, ist, dass das so komplett Ton in Ton ist. Ich habe das Gefühl, da könnte noch was dahinter, vielleicht sogar ein weißer Streifen. Und jetzt glaube ich, ist die Karte so weit, dass sie zusammenbaufähig ist. Und ich zeige euch mal schnell, was ich so in meinem Kopf habe. Also ich habe mir jetzt hier mal das Band auseinandergeschnitten in der Mitte. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn das so ein bisschen da so rumhängt. Also ich versuche da wirklich die Mitte auch zu treffen. Und hier habe ich mir gedacht, dass das eigentlich das blöd ist, dass das da so vorhängt. Also ich würde mir hier auch noch mit der Lochstanze nochmal ein Loch reinstanzen. Mal gucken, so dass halt der Rand jetzt noch passt. Und dann fädle ich mir das hier noch so rein, dass das so ein bisschen hinten raushängt. Also mein Band sieht jetzt so aus. Hinten ein bisschen eingeschnitten, dass es ein bisschen dünner ist. Und auf der Rückseite würde ich es mir an den Stellen, wo man es nicht sieht, einfach noch kurz mit so einem Abreißklebeband ein- oder zweimal fixieren, dass das nicht irgendwie rausrutschen kann. Das weiß man ja nicht, wie lang die Karte unterwegs ist oder wer sie bekommt und so. Also da, genau, mache ich es mir nur hinten auf der Rückseite ein bisschen fest und dann wäre dieses vordere Element schon mal fertig. Und hier jetzt hier vorne habe ich mir gedacht, da fehlt noch irgendwas und ich habe jetzt einfach noch so ein Spitzenband. Das werde ich noch unter die Karte machen. Das schneide ich mir jetzt in der richtigen Länge ab und klebe mir das auch hier hinten drauf. Am besten auch mit einem Abreißklebeband, das ich jetzt hier unten hin mache. Einmal ankleben und dann das, was zu lang ist, abschneiden. Dann sieht dieses vordere Element jetzt so aus. Ich finde, es sieht richtig cool aus. Und meine Maus und die Herzen werde ich auch verwenden, die ich da ausgestanzt habe. Und jetzt klebe ich mir mein ausgestanztes Vorderteil auch wieder mit Dimensionals, also mit Abstand hier drauf, auf die Vorderseite auch wieder mit einem kleinen Rand. Und habe mir gedacht, die kleinen Herzchen, die könnte ich mit Flüssigkleber zum Beispiel ganz süß verteilen auf diese Herzen hier unten. Das heißt, ich mache da einfach nur einen kleinen Punkt drauf und durch das, dass der eine Teil hat ja eine Dimension durch diese Abstandspads und dieser andere Teil mit den kleinen Herzchen ist dann so ein bisschen flach, hat man da auch noch so einen kleinen süßen Effekt. Kleben hier die Herzchen wieder rein und macht das gerne mit Flüssigkleber, weil wie ihr seht, da kann man noch ein bisschen hin und her ruckeln, dass das dann auch einen schönen Rand hat. Hier oben kommen auch gleich zwei Herzchen hin. Und dann kommt noch zum krönenden Abschluss unsere Bordüre da drauf. Mit Mini-Dimensionals habe ich die jetzt einfach angeklebt. Und da müssen wir jetzt auch gucken, dass man von allem noch alles sieht. Das heißt, dass der Rand schön abschließt und dass man oben diese Bestickung noch sieht und unten natürlich die Herzen. Und dann ist diese Karte auch soweit und ich finde, die ist auch cool geworden. Also die ist auch wieder ganz anders. Jetzt habt ihr wirklich ganz viele verschiedene Versionen. Ach ja, wir haben auch noch ein Herzchen, das kommt natürlich da innen rein noch. Auch hier haben wir noch einen Kreis übrig, könnt ihr das genauso gestalten wie mit der anderen Karte. Ich mache jetzt hier einfach noch schnell ein Herzchen rein. Hier haben wir auch kleine schöne Innenseite. Ja, und jetzt seht ihr, habt ihr mit einer Kartengrundform ganz viele unterschiedliche Ideen. Ihr könnt es ganz einfach halten, einfach nur stempeln und das so schlicht gestalten. Ihr könnt diese coole Wischtechnik anwenden, die ich euch gezeigt habe. Also die ist auch mega cool, finde ich. Ihr könnt ein bisschen mehr stempeln, ein bisschen mehr Glitzy drauf machen, innen und außen stempeln, also ganz wie ihr wollt. Oder ihr macht wirklich eine ein bisschen aufwendigere Karte, die dann so wunderschön aussieht wie diese Karte mit diesen tollen Blättern. Ich finde, die ist mega genial geworden, total cool. Oder ihr wollt doch lieber so eine kleine Süße-Maus-Karte machen. Auch hier ganz klar, das ist eine typische Hochzeitskarte, würde ich fast sagen. Wenn wir hier auch Mr. und Mrs. oder was anderes reinstempeln, ja, ist die schon auch ziemlich cool geworden. Ich finde das lustig mit den unterschiedlichen Herzdimensionen. Ich weiß gar nicht, ob man das gescheit sieht. Hier unten und mit der kleinen Bordüre und eben mit dieser selbstgemachten, nachgebauten Stanzform. Ich hoffe, das ist eine ganz nette Idee und ich wollte es einfach schon lange ausprobieren und jetzt habe ich es endlich geschafft in diesem Video und hoffe, ich habe euch damit ein paar verschiedene tolle Ideen gezeigt. Ihr könnt gerne weiterschauen. Ich blende euch noch ein paar Videos ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne das Video liken, kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.